Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine neue INSA-Umfrage, die die Wagenknecht-Partei berücksichtigt. Also die Umfrage wurde so durchgeführt, dass in dem einen Fall die Wagenknecht-Partei nicht zur Auswahl steht und im anderen Fall steht sie zur Auswahl. Schauen wir uns zunächst die Umfrage an und dann, was das für die politische Lage bedeutet. Zunächst die Umfrage ohne Wagenknecht-Partei. Die CDU kommt dabei auf 30%, die AfD auf 21%, die SPD auf 17%, die Grünen auf 14%, die FDP auf 5%, die Linke auf 4% und die Sonstigen auf 6%. Freie Wähler 3%. Schauen wir uns jetzt die Umfrage mit Wagenknecht-Partei an. Die CDU kommt auf 24%, die AfD kommt auf 17%, die SPD kommt auf 17%, die Grünen kommen auf 13%, die FDP kommt auf 5%, die Linke kommt auf 2%, Sonstige 5%. Gucken wir uns jetzt an, wer die Wagenknecht-Partei wählt. Die CDU verliert 6% zur Wagenknecht-Partei, also von 30 auf 24%. Die AfD von 21 auf 17%, also 4%. Die Linken von 4 auf 2, also 2%. Und die Grünen 1%. Und von den Sonstigen nochmal 1%. Das heißt, 10% kommen von CDU und AfD. Nur 3% von linken Parteien und 1% Sonstige. Was zeigt das? Die Auftritte bei den Öffentlich-Rechtlichen, sie sind sehr wichtig. Ich habe es mir ja schon immer gedacht, deswegen habe ich diese Sendung noch immer in den Mittelpunkt gerückt. Aber jetzt hat es mich auch nochmal überrascht, wie wichtig sie sind. 14% aus dem Stand, das wäre unglaublich. Und es ist aus meiner Sicht so, dass Wagenknecht bei YouTube, dass sie nicht mehr so beliebt ist. Also wenn man sich das letzte Video anguckt, Wagenknecht bei mir ist, die Leute wollten es nicht sehen. Die Kommentare waren eigentlich durchweg negativ über Wagenknecht. Es gab kaum positive Kommentare zu Wagenknecht, was ich mir so auch nicht gedacht hatte. Jetzt mag man sich denken, okay, 6% von der CDU, das macht uns ja nichts. Aber tatsächlich sind es die Wähler, die eigentlich zur AfD kommen sollten. Die mit der CDU unzufrieden sind und die CDU nur wählen, weil sie die AfD für rechtsextrem halten. Und tatsächlich würden auch 4% von der AfD abwandern. Was aus meiner Sicht ziemlich schlimm ist. Natürlich mag man sich denken, die AfD hat immer noch 17%, Wagenknecht 14%. Das heißt, die AfD ist immer noch stärker als Wagenknecht. Aber wie ist jetzt die Ausgangslage? Die Themen in den folgenden Jahren werden wahrscheinlich sein Flüchtlingskrise und Energie. Und hier ist es so, dass die Medien, dass die großen Medien in wichtigen Teilen zumindest das Wagenknecht-Narrativ bzw. das AfD-Narrativ vertreten und verbreiten. Das heißt, die AfD im Moment bei der Flüchtlingskrise, sie hält im Moment offene Türen ein, also Alice Weidel hat spektakuläre Auftritte, aber es wird von den Medien einfach überhaupt nicht transportiert. Das heißt, die klaren Worte, die Alice Weidel sagt, sie erreichen die Öffentlichkeit nicht. Sie werden nur über YouTube verbreitet. Aber in YouTube, es ist leider so, wir befinden uns in einer Blase und viele Leute, sie konsumieren kein YouTube. Und weil sie anders beschäftigt sind. Und in näherer Zukunft ist das auch nicht zu erwarten. Wobei natürlich YouTube zunimmt, aber es nimmt nicht so schnell zu. Was bedeutet das jetzt? Das heißt, Wagenknecht wird hier offene Türen einrennen. Sie wird sagen, ja, wir müssen den Grenzschutz verbessern, wir müssen bei der Energie, wir müssen die Kernkraftwerke anschmeißen. Und sie wird bei Markus Lanz, bei Maischberger und Co., sie wird immer eine Plattform dafür bekommen. Weil die großen Medien ja ohnehin auch dieses Narrativ einschlagen. Ein Problem gibt es natürlich bei der Ukraine mit den Waffenlieferungen, aber mit der Ukraine, das wird wahrscheinlich abklingen. Die Ukraine wird wahrscheinlich innerhalb des nächsten halben Jahres oder Jahres, wird der Krieg verloren gehen. Und das Thema wird dann enden. Aber nicht enden wird die Flüchtlingskrise und die Energiekrise. Jetzt mag man sich denken, okay, das macht ja nichts, die AfD, sie wird so oder so zunehmen. Aber aus meiner Sicht, das Problem besteht, dass Stück für Stück die AfD, sie beständig als rechtsextrem dämonisiert werden, sie sich öffentlich kaum dagegen wehren können, wobei Wagenknecht immer eine Plattform bekommt. Und es kann jetzt so laufen, dass Wagenknecht mit der CDU koaliert, dann die Dinge umgesetzt werden, es kommt dann wieder Kernkraft und die Flüchtlingskrise, es wird dann einigermaßen geregelt und die AfD ist außen vor. Und das ist dramatisch, weil wenn jetzt Wagenknecht nicht da wäre, dann würde alles auf die AfD zulaufen. CDU, SPD, Grüne, sie hätten alle keine Koalitionsmöglichkeit mehr und die Leute, sie müssten mit der AfD sich arrangieren. Das heißt, die AfD würde im Mainstream rücken. Und mit der AfD würde auch die Aufmerksamkeit auf die AfD steigen. Und jetzt kann man sich denken, ja okay, ist doch Wagenknecht vertritt auch die richtigen Positionen. Ist doch nicht schlimm, wenn jetzt Wagenknecht das macht und die AfD, dann ist halt Pech gehabt.
Aber wenn man sich die Protagonisten anguckt, Ali, aus meiner Sicht charakterlos. Ich habe es in einem anderen Video erläutert, wie sie vor 2 Jahren aufgetreten ist. Es ist charakterlos und gefährlich. Aus meiner Sicht, das sind Leute, es sind Selbstdarsteller, die kein Rückgrat haben, denen nicht zu trauen ist aus meiner Sicht. Also jedenfalls, wenn ich Ali sehe. Aber auch Warnknecht aus meiner Sicht. Die Linken, es sind Selbstdarsteller, die sich als moralisch überlegen hinstellen, so intellektuell ganz toll tun, aber die eigentlich eine asoziale Politik vertreten haben. Und auch Warnknecht, weil sie so lange in diesem Verein Mitglied war, da mitgemacht hat. Anstatt von Anfang an das Richtige zu vertreten, wie es die AfD-Mitglieder getan haben. Und zwar auch in Abstimmungen. Zudem ist zu bedenken, dass gerade bei dem Klimakatastrophen-Narrativ Warnknecht einknickt. Überhaupt bei wichtigen Narrativen, es wird das Narrativ der großen Medien weiterverfolgt. Und es wird versucht, innerhalb dieser Narrativ zu argumentieren. Also beispielsweise wird das Klimakatastrophen-Narrativ nicht angezweifelt, Putin ist ein Dämon und so weiter und so fort. Und aus meiner Sicht, wenn man diese Narrative nicht anzweifelt, wenn man sie nicht angreift, was ja Voraussetzung ist, dass Warnknecht in die großen Medien, dass sie dort weiter eingeladen wird, wenn diese Narrative nicht angezweifelt werden, dann wird sich nicht wirklich was ändern. Man wird die Leute nicht überzeugen können. Solange Putin dämonisch ist, Russland ganz böse ist, solange werden die Leute die Sanktionen und die Waffenlieferungen, sie werden es hinnehmen. Das ist einfach Fakt. Wenn die Leute wüssten, was in der Ostukraine passiert, was überhaupt in der Ukraine seit 2014 ist, dass es ein Nazi-Regime ist, was durch O-Töne belegbar ist, also durch O-Töne und auch durch Taten, also durch Gesetze, durch ein Rassengesetz, durch das Sprachverbot, durch Dekrete und so weiter und so fort. Also auch die gewaltsame Rückeroberung der Krim, des Donbass und so weiter und so fort. Die Aufkündigung der Waffenruhe und da könnte man noch viel mehr aufzählen. Aus meiner Sicht rächt sich jetzt bitter, dass die AfD Möglichkeiten in den vergangenen 2 Jahren nicht genutzt hat. Und das wäre gewesen, die Situation in der Ukraine zu beleuchten seit 2014. Ganz offensiv mit dem Zitieren von O-Tönen, der Darstellung der Lage, der Gesetze, also nachprüfbarer Fakten, die nicht anzweifelbar sind, zu belegen, dass sich um ein Nazi-Regime handelt. Und dass die Medien dieses Nazi-Regime systematisch unterstützt haben, die Leute darüber getäuscht haben, um was es sich hier handelt und gleichzeitig die AfD diffamiert haben. Aus meiner Sicht, das wäre schon 2022, es wäre der K.O.-Schlag für die großen Medien gewesen, wenn die AfD das konsequent in den Mittelpunkt gestellt hätte. Wie die Medien über die Ukraine berichtet haben und wie sie über die AfD berichtet haben. Weil das ist ein nicht zu lösender Widerspruch. Die Glaubwürdigkeit der Medien ist komplett zerstört, wenn deutlich wird, dass systematisch verharmlost wird, was in der Ukraine passiert ist. Und man gleichzeitig versucht, jeden O-Ton von Björn Höcke irgendwie so zu drehen, dass er ein Rechtsextremist ist. Überhaupt, dass die AfD dämonisch ist. Wenn man sich jetzt diese Zitate anguckt, die in der Ukraine fallen, da gibt es nichts mehr schön zu reden. Und zwar von hohen Offiziellen. Ihr könnt das mal bei Antispiegel googeln. Gebt am besten in der Suche ein Ukraine-Verbrechen oder überhaupt den Stichpunkt Ukraine. Und dann seht ihr die Vielzahl von Belegen, dass es sich hier um ein Nazi-Regime handelt. Aus meiner Sicht, die AfD kann diese Karte immer noch ziehen. Sie kann das immer noch darlegen und damit kann sie einen K.O.-Sieg auch gleichzeitig gegen Warnknecht erreichen. Weil Warnknecht gerne die gleiche Kerbe schlägt. Warnknecht framet die AfD massiv rechtsextrem, was auch große Wirkung zeigt. Es ist auch so, dass die Warnknecht-Partei, man darf sich da keine Illusionen machen, die Warnknecht-Partei, sie wird die Leute nicht zu den alternativen Medien holen. Sondern im Gegenteil werden die großen Medien gestärkt. Sie werden aufgewertet. Es ist wieder ein Meinungskorridor vorhanden. In der Talkshow haben wir Warnknecht, die diskutieren kann mit den Grünen. Die Leute schöpfen dann keinen Verdacht und die AfD ist eben rechtsextrem. Die AfD ist außen vor. Der Meinungskorridor ist wieder hergestellt. Warnknecht will strenge Flüchtlingspolitik. Die Grünen wollen es nicht. Und die Leute kommen nicht mehr auf die Idee, dass irgendwas nicht stimmt. Das heißt, Warnknecht, kann man sagen, ist die Retterin der großen Medien. Sie hält das System aufrecht. Sie hält die Leute davon ab, ins Internet zu gehen und die AfD im O-Ton anzuhören. Indem sie verhindert, dass die Leute überhaupt ins Internet gehen. Weil sie das Gefühl haben, von den großen Medien ordentlich informiert zu werden. Oder vielleicht nicht ordentlich, aber man nimmt es dann halt so hin. Man sagt sich, ja okay, die Medien, sie nerven mich, aber naja, es wird dann schon im Grundsatz stimmen. Das ist ja das, was ich auch lange gedacht habe. Die Grundnarrative, die stimmen. Ich hatte mir nicht vorstellen können, dass viele Grundnarrative, dass die Medien ein Kartell bilden und ganz viele Grundnarrative um 180 Grad verkehrt sind. Das konnte ich mir selbst nicht vorstellen. Und so geht es ganz vielen Leuten immer noch, dass sie es nicht vorstellen können,
wie schlimm das Ausmaß ist. Dass wir hier jetzt mit einem Kartell zu tun haben. Was brandgefährlich für Deutschland ist, überhaupt für die Allgemeinheit auf der ganzen Welt, vor allen Dingen auf Eurasien, weil konsequent die großen Medien US-Geostrategie verfolgen. Das seit Jahrzehnten, nur ist es seit den letzten 10 Jahren besonders verhängnisvoll für Deutschland. Weil nicht mehr das Interesse besteht, Deutschland gegen Russland zu stärken oder früher gegen die Sowjetunion. Sondern Kernanliegen war wahrscheinlich, dass es darum geht, den Kernkontinent zu schwächen, zu spalten und auch zu schwächen. Und dafür wurden bestimmte Narrative unterstützt in Deutschland, durch die großen Medien systematisch. Und dieses Problem besteht auch weiterhin. Und dieses Problem, das wird auch Wagenknecht nicht lösen, weil sie die großen Medien am Leben hält, ihnen im Gegenteil sie stärkt, sie massiv stärkt, sie aufwertet und damit die Propaganda weiterläuft. Und man darf diese Propaganda nicht unterschätzen. Ich habe es jetzt gerade gesehen, es werden ein paar Videos kommen. Gerhard Baum bei Markus Lanz, es war eine einzige Anti-AfD-Sendung, die auch verfängt. Da darf man sich keine Illusionen machen. Aus meiner Sicht, man darf sich nie ausruhen. Die AfD hat ja sehr viel richtig gemacht mit den Positionierungen und es hat sich ausgezahlt. Aber aus meiner Sicht, 2022, man hat die Möglichkeiten, die man hatte mit der Ukraine, man hat sie nicht genutzt. Das könnte sich jetzt ganz bitter rächen. Der Aufstieg ist gestoppt, da darf man sich überhaupt keine Illusionen machen. Die AfD ist wieder unter 20% und in einer schlechten strategischen Ausgangssituation. Weil Wagenknecht in der Öffentlichkeit die Narrative sehr gut bedienen kann, Unterstützung hat von den großen Medien und die AfD außen vor ist. Und die Leute sie auch nicht vermissen, solange Wagenknecht da ist. Und das kann sich dann für Deutschland rächen, wenn wieder was Wichtiges kommt. Und wenn Leute wie Wagenknecht zu feige sind, nicht das Rückgrat haben, die, wie auch jetzt nicht, die Narrativen der großen Medien anzugreifen. Überhaupt die großen Medien anzugreifen. Sie zu entlarven als das, was sie sind. Als ein Indoktrinierungsinstrument, als ein Herrschaftsinstrument. Fremder Kräfte, ausländischer Kräfte. Oder unklarer Kräfte. Wir wissen nicht genau, wer dahinter steckt. Aber bei der Ukraine ist ganz klar zu sehen, dass es Kräfte sind, denen es nicht um das Wohl der Allgemeinheit in Deutschland geht. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch dazu einfällt. Macht's gut.